Zeig mal her, das Höschen. Das ein Röckchen war. Fuck, wie postet man das nochmal in den Chat? Ich mach das immer wieder. Schrägstrich P und dann Steuerung oder Shift-Linksklick. Eins ist angucken, eins ist posten. Ich vergesse das auch immer wieder, aber ich weiß ja, eins von beiden muss es sein. Gruppe. Shift-Linksklick. Shift-Rechtsklick? Jetzt muss ich selber. Verschieben. Shift-Linksklick auf die Sache. Du musst den Gruppenchat vorher öffnen, also Enter drücken und dann Shift-Linksklick auf die Sache. Ah. Oh, Seidenbein. Oh, mein Typ sieht sexy damit aus. Tobi sieht mir schon richtig witzig aus. Die passt auf jeden Fall zu dem, was ich jetzt anhabe. Ne, siehste. Ist ja schon gelohnt. Mach ich später. Alter, was hat er denn hier an? Das ist Level 27. Ja, okay, scheiß Hilfkrieger, die kriegen immer die schönen Sachen. Nee, aber ich sag dir auf jeden Fall, Google, gib in den Wiki keine Charaktere ein. Ja. Glaub mir. Also, bei Kirito in der ersten Zeile stehen schon die krassesten Sachen. Bei Yuki, bei Asuna, bei Kayaba, bei, wen gibt's denn noch? Sinon? Bei allen. Bei Liefer. Liefer ist eigentlich Sugoa. Okay, das hat man im Deutschen eh gemerkt, aber es ist halt, bevor man die Story überhaupt kennt, ist es schon mal scheiße. Oh ja. Das bedeutet Tod. Bitte nicht. Aber ich find's cool, im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die man alle so kennt, dass die unterschiedliche Stimmen haben. Also Kayaba und Heathcliff zum Beispiel, die haben halt denselben Synchronsprecher, aber die sprechen ihn anders. Liefer und Sugoa werden anders gesprochen von derselben Sprecherin und dasselbe gilt für Asuna. Naja, bei der ist es egal. Bei denen, wo es wichtig ist. Wen darf man ja noch nicht wissen. Hier ist Sugo. Das stört mich immer noch. Hast du schon gesagt. Sugo und Suguha. Achso, ja. Ja, aber der Sugo wird anders geschrieben. Ich habe die Garnison mit OU, glaube ich. Wenn ihr die Codes der Gamorreaner habt, werden wir unseren neuen Stützpunkt schon bald beziehen können. Aber es ist derselbe Name. Also es ist so wie Michael und Michaela. Vielleicht werden wir uns nicht mehr mit den Mandalorianern gut stellen. Schaut's mich an. Und wir werden eine Verhandlungsbasis haben. Ja, dein Lieblingscharakter und dein Hasscharakter. Echt mal. Ich werde nicht vergessen, was ihr getan habt. Also Marcel ist eindeutig pro Inzest. Jawohl, Digga, was ein geiler Helm. Leider ist der grün, aber oh, Alter. Zieht euch das Ding rein! Okay, jetzt kommt's. Ich krieg ein Herz. Alter! Ach du Scheiße! Wie geil ist das denn bitte? Ey, das Headset hätte ich gerne für Marco. Das kannst du nicht handeln, oder? Ey, das Headset ist geil. Ja, für Marco, das hätte ich auch gerne für Jessa, also bei meinem Sith-Krieger. Deshalb will ich's haben. Der Urlaub ist vorbei. Sammle Wumprattenschädel. Haben wir die vorher vergessen, die Quest? Oder haben wir die jetzt erst? Das kann sein. Wir haben die, glaube ich, vergessen. Weiß nicht mehr genau. Ich glaube nämlich auch. Aber ich glaube, wir sind fast durch. Also ich glaube, im Norden haben wir echt nichts mehr zu tun. Also ich würde sagen, wenn wir den Südpart fertig haben, können wir ja erstmal. Wir haben ja nur eine Stunde. Bis 8 hatten wir gesagt. Ja, denn das schaffen wir locker. Ich glaube nicht. Also ich weiß auch noch, wo mindestens ein Datacon ist der letzte, ist schwierig. Und der vorletzte, ich weiß, wo der ist, ich weiß nur nicht, wie zum Teufel wieder hinkommen. Das habe ich nämlich vergessen. Ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr traurig, würde Sugo irgendwann sterben. Das würde mich sehr betrügen. Nein, also bis jetzt lebt sie noch. Die ist aber auch, das Problem ist halt, die Charaktere werden, bis auf Asuna und Kirito, sind die halt alle wirklich neben Charaktere. Was voll traurig ist. Also, die sind echt degradiert worden. Was sind denn hier Wumpratten? Die haben wir doch vorhin gesehen. Die waren doch da zwischen den Felsen. Da. Also, sie sind wirklich. Also, die sind alle wichtig und cool und sieht man auch öfters, aber in der Story sind halt immer nur. Kannst du leicht über den Daumen peilen, die sind nur so wichtig, wie sie im Intro und Outro vorkommen. Sprich, von Kapitel 1 das Intro geht um handelt von Kirito, das heißt, Hauptcharakter ist Kirito. Das Outro ist Asuna, das heißt, der Nebencharakter ist Asuna. Alle anderen sind unwichtig. Irgendeinem fehlt hier noch was. Mal sehen, ja. Mal wieder.
Ja, die haben nur zwei gedroppt. Dominik haben direkt drei bekommen. Ja, in drei Ratten waren halt nur 3, 6, 7, 8 Schädel drin. Muss ich tatsächlich nachrechnen. Ja, und halt in Kapitel 2 ist halt das Intro wieder Kirito. Das Outro ist Aoife. Demnach ist Asuna relativ unwichtig, weil sie ist ja nun mal das Questziel. Punkt. Kapitel 3 Kirito Sinon. Kapitel 4 ist Alle und Alle. Das ist halt so gildenmäßig. Also da geht es um alle. Das hat aber auch nur drei Folgen. Da oben ist ein Lager. Und Kapitel 4 ist Asuna und Yuki. Also da ist Kirito total unwichtig. Der Hauptcharakter wird mega unwichtig. Man sieht den irgendwie zweimal in dem ganzen Kapitel. Dachte ich auch so, Kirito? Hallo? 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 No, no, Mr. Kirito, not home, no, no. Zu ihren Diensten. Nein, sie kaufen, wie war das, Zitronenreiniger. Du hast gerade das N-Wort gesagt. Reiniger? Das Problem ist, umso öfter man es ausspricht, desto rassistischer klingt es, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Reiniger, 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 Reiniger. Von Sand zu Stahl. Voll deutsch, Alter. Oh ja. Kann ich vielleicht. Aber Sand macht man doch klar. Für ein zünftiges Schlachtfest begeistern. Ich soll mir die Ruine erforschen. Boah, keiner Bart! Blonde Haare, schwarzer Bart! Und die Passlose. Vor allem dieser Mongolenbart, Alter. Das ist ein Fu Manchu. Sie haben stattdessen uns verscheucht. Ganz schön peinlich. Und jetzt hoffe vor allem, ich, dass ich der Mann besteht aus zwei Farben: Schwarz und Gelb. Blonde Haare, schwarzer Bart, Hose auch. Sie sollen wissen, dass man. Okay, du bist Dortmund-Fan, glaub ich. Aachen-Fan. Findet die Republik so schnell Alter. Niemanden mehr, der verrückt Alter. Genug wäre. Ich glaube, er hat blaue Augen. Ihr wisst, worum ihr da bittet, ja? Das wird kein schöner Anblick. Wenn ich dann in Ruhe arbeiten kann, wühle ich mich auch gern durch ihre Knochen. Hat er dich gerade gesiezt, oder? Nee, dann wär's groß geschrieben gewesen. Ja, ich weiß. Ich wollte witzig sein, danke. Wo müssen wir hin? Nicht funktioniert. Ins Jodelland. Aber jetzt können wir mal schnell gucken. Jute. Wegen Jute. Jute und Baumwolle. Die das Datacron ist irgendwo da drüben, nämlich. War doch tiefer als erwartet. So. Aua. Ihr seht da vorne das Loch. Was für ein Loch? Geradezu. Da leuchtet jetzt lila. Ach, da. Da müssen wir hin. Jetzt ist nur die Frage, wie. Ich habe aber eine grobe Vermutung. Dann können wir kurz gucken und wenn das nicht klappt, entweder google ich oder wir machen das später. Ich glaube nämlich hier drüben, also spätestens hinter Außenposten Laguna ist alles Republikgebiet. Deswegen denke ich mal, dass wir da echt nichts zu tun. Geht's da rein? Nee. Mal nett sein. Also achtet mal hier rechts von uns auf die Wände, wenn irgendwo so ein kleines, geiles Loch ist. So eine Mini-Spalte. Ein kleines Loch trage ich immer mit mir rum. Du bist ja auch Lesbe, bleibt auch schön klein. Ja. Du bist ein Spacken. Ich habe gerade den Chat gelesen. Ja, Wahnsinn. Er schmeißt das so einfach in den Chat rein. Ja, du warst auch schon öfter so schlau, deinen Kram in den Allgemeinchat zu posten. Da bin ich dann in WoW immer so freundlich und sag dann, verkaufst du das? Ach komm, verkauf mir. Das ist irgendwo. Ja, kannst du mir ja trotzdem verkaufen. Ich bin dann auch so assi. Ich war nur nett und hab gesagt, okay, zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen, genau. Sie sind gefeuert. Okay. Tor 2:0. Falsch. Meine 11 Euro sind gesichert. Yeah, aber nicht alles auf einmal ausgehen, ne? Ja, vorsichtig. Wie kam man da nochmal hin zur Hölle? Ey, ich hab jetzt 20 Euro Wettguthaben. So spielt man vernünftig. Hast du dein Guthaben erhöht? Ah, ich hab's grad mal verdoppelt, wa? Achso, durch Gewinne. Ja. Ich dachte, du hast dein Etat einfach selbst erhöht. Nö. Okay. Vernunft. Scheiße. Gut gehaushaltet.
Findet ihr nicht auch, dass gut gehaushaltet irgendwie total grammatikalisch falsch klingt? Klingt super, oder? Oh ja. Boah, zweites Pimmelchen-Tor, ey. Du hast gut gehaushalten. gut gehaushalten. Kann einer da in der Höhle sehen, ob es rechts oder links lang geht? Es sieht aus wie rechts. Also eventuell ist der Eingang da hinten rechts. Ja, es sieht nach rechts aus. Irgendwo in so einer Felsspalte, mehr weiß ich nicht. Und die ist genauso scheiße zu finden wie damals auf Drum und Cars. Ich hab gut gehaushaltiert. Genau. Na, vielleicht ist es einfach eine Sonderform und du hast gut gehaushalt. Klingt genauso halt scheiße, das, ne? Wie in der Höhle. Ja. Du hast gut gehaushaludrit. Jetzt haben wir's. Damit kann ich leben. Gehausjodelt. Gehausjodelt. Du hast gut gehaust. Ach ne, ist ja was anderes. So, erstmal wieder die Kiste geklaut. Das war so klar. Warum bleib ich an sowas stehen? Dann lass ich dich lieber verrecken, weil du so gierig bist. Also gut gehaushaltiert würde ich mich fast mit zufrieden geben. Ja, das ist ja gut. Würde ich mich fast mit befriedigen. Boah, da willst du dich mit befriedigen? Mhm. Ja, du kannst ja nicht, du bist zu eng dafür. Ich will mit einem ganzen Haushalt befriedigen. Ja, kennst du dieses GIF, wo Leute, wo irgendwie einer Frau so 20 Bockwürste ins Gesicht geworfen werden? Ja! Voll geil. Wo ist der verschissene Eingang? Jetzt mal ehrlich. Ganz Ernte. Sag mal. Ich guck jetzt mal so die. Ich scanne jetzt mal die Web. Scan. Kennedy. Ich habe nur noch einen Versuch, aber nebenbei google ich. Wisst ihr was? Ich folge einfach einem hier, Domi. Einfach hier geradeaus und rechts halten. Mhm. Warte, ich muss erstmal Folgen finden. Wo ist denn hier Folgen? Ach, Spieler verfolgen. Da ist es. Das Gegenteil von führen. Genau. Hier einfach den Weg rechts lang. Domi. Aua. Tatooine. Data Crop. War geradeaus weiter. Ich schreibe, wenn es falsch ist. Und jetzt Richtung Norden lang gleich. Es ist Datacron numero 2. Oh. Okay. Ich habe ihn verwechselt mit irgendwas. Es ist nicht hier, aber da oben ist eine Truhe. Hey, mal hin. Ja. Domi, greif den mal an. Sehr schön. Okay, Domi, wir gehen. Ja, no problemo, war. Ich mache mich einfach unsichtbar. Ja, das ist das Problem. Aber ich schnell weiß, aus der Truhe gesprintet. Domi, sei schneller als Marcel. Wir holen uns den Datacron und sagen ihm nicht, wo er ist. Beziehungsweise sagen ihm nicht, wie er denn kommt. Bololol. Oh, ist das geil. Ja, wenn ich schon die Datacrons nicht bekomme. Ja, mein Gedankengang war nämlich, okay, entweder greift Domi ihn an, dann teile ich brüderlich mit ihm, oder du greifst ihn an, wirst angegriffen, kannst die Tour nicht aufmachen, ich hol mir den Scheiß. Aber du hast es geschafft, bevor er den ersten Angriff auf dich landen konnte, sonst hätte er es abgebrochen, weil sonst gibt es eventuell einen Denkfehler bei mir, dass du einfach Ton nehmen kannst, obwohl du angegriffen wirst, weil das geht im WoW beispielsweise. In WoW geht es nicht mal, wenn du im Kampf bist, also. Das sollte ich eventuell mal in Erfahrung bringen. Weil ich bin sowieso schneller da als du. Ich kann ranhüpfen. Das ist korrekt. Dann kann ich alles um mich rum stunnen zur Not und dann hole ich mir das Ding. So, ich glaube, dann haben wir alle 5 Datacrons hier. Übrigens, man kann in den Achievements mittlerweile gucken. Ich habe mich verpeilt, dass es... Das hat mir übrigens tatsächlich echt ein netter, lieber Zuschauer gesagt. Was hat er gesagt? Dass es Vermächtnis-Achievements gibt und dass man dafür sogar Kartellmünzen kriegt. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen. Und es gibt halt auch Erfolge beispielsweise für Datacrons. Das kann man gucken. Nee, Planetenerfolge. Und da steht dann halt Planet Tatooine, Erfolg Datacron. Und da steht dann, ob du 4 von 5 Datacrons erst hast oder halt, ob du schon alle hast.
Weil vorher musste ich doch immer so dämlich zählen. Also früher war das auch so. Es war noch voll retro.